Gott sei Dank geht das nicht. Der war ein bisschen was größer. Mich gerade gefragt, was B ist, aber das scheinen nur die Territorien zu sein, die dann angezeigt werden. Und was ist das? Post. Aber da steht F. Bin überfragt. Wir brauchen eine Bank. Und verschneidet sich mit existierenden Gebäuden. Ja, ja, ist ja gut. Oh. Und dann brauchen wir die hier. Nicht genug. Kupferbarren, Klebstoff. Und können wir den Schmelzofen machen? Den würde ich... wo ist nach vorne und hinten? Ich lasse ihn so. Okay. Oh. Dann gucken wir doch mal rein. Wir haben Kohle, Kupferbarren. So. Aus Holz gemacht. Ja. Dann stellen wir doch mal hier 25. Und jetzt können wir alle 14 in die Queue schmeißen. Ha! Das hier finde ich auch nicht schlecht, dass man einfach da draufklickt. Das ist so ein bisschen selbsterklärend. Und dann nimmt man das halt raus. Oh jo. Cool. Herstellung. Kupferbarren. Nicht schlecht. Aus Holz gemacht, aus Asche entstanden. Kohle. Und jetzt kann ich doch... Ach, Kies brauchen wir noch. 30 Kupferbarren für die Ausrüstungswerkstatt. Wow. Okay. Was kann ich denn an dem hier machen? Werkzeuge. Werkzeuge. Geflüster. Zum Schreiben oder Ansehen einer Notiz nutzen. Ein Schmetterling schwingt sanft seine Flügel und löst damit eine ganze Wirkungskette aus. Auf dem fast verblichenen Papierschmetterling tauchen gelegentlich verschiedenste Inschriften auf, nur um kurz darauf wieder zu verschwinden. Jeder Text, jedes Bild oder Symbol und jede Markierung, die darauf hinterlassen werden, verblassen spontan, sobald ihr Urheber wegschaut. Eine Heilbandage. Kontinuierliche Wirkung, Magenbeschwerden. Ah, cool, ich kann mich hier auch noch vergiften. Na, klasse Sache. Kontinuierliche Heilung, Knochenbrüche. Mhm, mhm. Kupferpfeil. Wiederverwendbar. Schießpulver. Aus Kohle und Schwefel. Ich krieg nur 3 Stück. Ach so, weil man so viel Säure braucht. Oh.
Fischköder. Stehen Fische wirklich auf Köder aus menschlichen Überresten? Also diesmal ist es aus Mais. ich brauche dann auf jeden Fall auch noch sowas wie einen Ofen. Und wir könnten hier noch viel, viel mehr Kohle machen. Ich mache mal alles. Und wir brauchen noch mehr Kupfer. Und kann ich sowas wie eine Treppe bauen? Aus den Konstruktionen. Wände. Wie habe ich das eben gefunden? Dieses Menü. J. Abholen. Abholen. Geilo. Gibt mir ganz viel Punkte. Ach du Scheiße. Mutanten wimmeln nur so vor Sternenstaub. Echosteine sind verdichtete feste Massen aus Sternenstaubenergie. Sammle diese Echosteine und reinige sie, um die Kraft des Sternenstaubs zu nutzen. Ach du. Rennfahrer. Schalte Motorräder frei. Überlebenshandbuch. Überleben. Treibstoff erhalten. Gebäudewiki. Verkabelung. Hydraulik. Ach du Kacke. Fahrzeuge. Gewinne Wasser aus dem Boden oder bei Regen. Schmutziges Wasser kann in Anlagen gereinigt werden. Auch das noch. Was ist eine Disco-Kugel? Auftragstafel. Halte Tab gedrückt, um das Funktionsrad V rufen und sprich mit ihm, um Aufträge anzunehmen. Ich wollte aber gerade. Ich wollte gerade. Wie bin ich denn da hingekommen? Nein, ich weiß es nicht mehr. Dahin. Genau, so. Kupferspitzhacke. Eine Kupferspitzhacke ist der erste Schritt zur Erkundung der Wildnis. Die braucht zwei Bronzeherstellung, benötigte Kupferspitzhacke. Und jetzt brauchen wir Dachholztüren. Ich kaufe da mal was. Und ein Lager. Drei Fahrzeuggarage. Holzfenster, Türen, Tisch, Bett, Treppen. Danke. Zwei. Geht nicht. Adrenalin. Aber wir brauchen sowieso Holz. Ich werde gleich jetzt noch ein bisschen was abbauen. Aber ich könnte jetzt eine Treppe bauen. Ich? Oder eine Rampe oder so. Egal. Quadratischer Rahmen. Satteldach. Baue hier auch gleich ein Satteldach hin. Als Treppe. Achso. In Grad fest. Beeren. Aha. Oh, B. Aufmachen. Treppe. Nee. Geht die nur innen? Ich kann da nach draußen bauen. Ah ja. So. Ja, geilo. Aha. Ich habe eine Treppe gebaut. Und ich brauche
Türen darf ich noch nicht. Mist. Aber ich könnte ein Dachfenster bauen. Ein Tor. Ein Holztor. Hallo, Giaffa. Grüß dich. Guten Abend. Oh. Nein, das wollte ich nicht. Bitte bleib da stehen. Ich wollte das. Und da wollte ich noch ganz viel Kupferbarren machen. Genau. Mit Öl könntest du. Kannst du den Flugmodus schalten? Mit Öl. Mit Öl? Okay, wenn ich so Öl drücke, rennt die einfach los wie von der Tarantel gestochen. Erst B, dann Ö. Okay, das ist Ö. Drücken. Kamerahöhe. Ah, so, jetzt. Oder C. C und Leertaste ist ja wie bei 7 Days fliegen. Katastrophe. Ich würde gern einen Boden bauen. Idee, da dran. Ich und bauen. Wieso hätten wir das da hinten hin? Hallo? Hallo? Jetzt. Aktion zu häufig durchgeführt. Was? So. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, ne, ist der typische Plattenbau, den ich hinkriege. Ich denke, da kommt noch ein Patch. Ja, das Spiel kam gestern raus. Da wird nicht nur ein Patch kommen, da werden noch ganz, 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 ganz viele kommen. Ganz viele. So. Kupfererz sammeln, Kies sammeln. Okay, das müsste ich jetzt irgendwie auch nochmal machen. Schon wieder Durst und Hunger, natürlich. Und da ist mein Schießpulver. Und ich könnte. Dies haben wir nicht mehr. Eine Sicherung bauen. Okay. Ja, nee. Ich müsste erstmal. Gab es nicht sowas wie. Was war das denn? Gebäudeplan, Anbau, Innenbereich, Anbau, Möblierung. Nö. Rotes Licht, blaues Licht, grünes Licht, gelbes Licht. Okay. Hier hört wahrscheinlich keiner Omas Tulpe. Deko, verschiedenes, Sammlung, ist leer. Möbel, Zeitung statten. Warum sollte ich sowas bauen? Einfach mal einen Haufen Zeitungen hinlegen. Why not? Aussehen. Gibt es noch nicht, denke ich. Ich wollte jetzt einfach mal eine Kiste bauen, den ganzen Krempel loswerden, aber ich glaube, das haben wir nicht. Nö, haben wir nicht. Ich habe auch keine Hose bisher, deswegen alles cool, brauchen wir nicht. Ich werde jetzt mal losstiefeln. Wie spät ist das? Okay, ein bisschen Zeit habe ich noch. Ein klitzekleines bisschen Zeit habe ich noch. Und werde. Kies, Kupfer. Oha. Was vorhin auch so hoch? Ich muss mir auf jeden Fall merken, wie ich hochgekommen bin. Das wird sonst. Okay. Ich meine, runter geht ja irgendwie noch, aber hoch kann ich noch nicht fliegen.
Noch nicht. Ob noch. 3 Pfeile haben wir. Immer noch keine Hose. Nee, Sid, ich habe immer noch keine Hose. Ja, diesmal war es ein Kopfschuss. Diesmal hat es geklappt. So, Stein. Aber euch freut es doch, oder? Ich meine, so einen hässlichen Hintern hat sie jetzt nicht. Er sieht schon ordentlich knackig aus. Ajo. Aber die ganze Zeit in Unterwäsche rumlaufen ist nicht gut. Das gibt Probleme. Vor allem, wenn wir immer wieder durchs Wasser müssen. Ich werde mir mal ganz fix eine Hose bauen. Wir brauchen noch einen Schmelzofen. Hab ich schon. Erze werden nützlicher, sobald du sie in Metalle veredeln kannst. Mit dem Schmelzofen, elektrischen Schmelzofen, kannst du Erze einschmelzen. Hochwertige Erze kann nur der elektrische Schmelzofen. Achso. Okay, V. Hey, das ist ja cool, das Schild. Anywhere. Untersuche. Was ist das? Hä? Was habe ich jetzt gemacht? Ich bin irgendwie, ich weiß auch nicht. Verwirrt. Ich bin sehr verwirrt. Ich habe irgendwas untersucht und der hat auch, oh, da liegen Eier. Ich habe auch irgendwas gemacht, aber I don't know. Hm. Krokodilei. Okay, wo ist Mama Krokodil dazu? Und bestimmt gleich von hinten so aus dem Wasser geschnellt und ratsch. Weg bin ich. Aufgefressen. Mit einem Haps. Kann man das Schiff auch mitnehmen? Oh ja. Scharlachkaramus. Ah ja, cool. Das hatten wir vorhin schon mal genommen. Stimmt. Das habe ich vorhin schon mal mitgenommen. War der auch so schön gebaut. Oh, guck mal. Was ist das denn? Hat der da einen kleinen Biber rumlaufen? Das muss ich mal angucken. Da lief irgendwas total süß. Da! Das ist ein Biber! Der ist voll fett. Okay, den kleinen Robby kennen wir ja schon. Aber den hier ist der. Der hat sogar einen Bauhelm auf. Ah, wie geil! Ah, der ist gestrickt! Nee. Okay, das ist cool. Das ist cool. Oh, Level 12. Okay, Level 12. Egal, neuer Bereich. Liga auswählen. Weil...
Spezialisierung verfügbar. Ah, okay. Spezialisierung sei noch nicht freigeschaltet. Unbekannte Person. Eine Spezialisierung. Identitätsdetails. Der Überlebende, der einfach so in der Wildnis landete, verlässt sich auf das Wissen einer untergegangenen Zivilisation und blanken, unerschütterlichen Schneid, um die Kräfte der Natur zu überwältigen. Von Anfang an freigeschaltet F. E. Aktuelle Identität, keine Spezialisierung. Aha, da drauf. Alle 5 Level schaltest du einen neuen Spezialisierungsknoten frei. Wähle 1 von 4 zufälligen erstellten Verbesserungen. Oh, und nein, ist schon wieder weg. Spitzhacke Bergbau im Mondlicht. Verbesserungsformel. Spitzhacke im Bergbau. Beim Bergbau mit der Spitzhacke erhöhen sich die Erträge von Kupfererz, Zinn, Eisen, Aluminium, Wolfram zu 25%. Doppelte Effektstärke in der Nacht. Wenn du nachts abbaust, 21 bis 6 Uhr. Nachschubswerkbank, Munitionsfabrik. Anlagenbonus, Nachschubwerkbank, 50% Herstellungsleistung beim Herstellen normaler Munition. Handwerksmeister, Schürfer, Sternekoch, Tüftler. Herd, verdoppelt die Haltbarkeitszeit von Mahlzeiten, die du selber zubereitest. Oh, wenn ich Essen koche, dann wird es schlecht. Anlagenbonus, Brett. Schlafe für mindestens 10 Sekunden, um alle Krankheiten zu heilen und um den Ausdauerverbrauch für die nächsten 10 Minuten zu senken. Ah, ist aber gar nicht so einfach dann. Okay. Danke. Na toll, jetzt ist es schon dunkel. Sinn. Aber schön, dass er weiter draufhaut. Finde ich super. Sinnlos, aber sie macht es trotzdem. Sieht schon interessant aus, was er da macht. Es sieht schon sehr interessant aus. Guten Abend. Hallo, Real Primo. Grüß dich. Dankeschön für dein Follow. Den habe ich noch gelesen. Müssen bald schon wieder was trinken. Welchen Server empfiehlst du? Für dieses Spiel hier? Ehrlich gesagt, dadurch, dass ich jetzt gerade mal 2 Stunden 40 Minuten hier drauf spiele. Ja. Also ich bin auf Server 10. Welt 10. Ach, da oben steht's auch. Aber ich denke, das wird überall relativ gleich sein. Ein, auf die Nachricht vorher bezogen. Ach so, lohnt es sich, Lotro anzufangen? Klar. Es lohnt sich immer mit Lotro anzufangen. Na klar, die Server werden nicht in den nächsten 5-6 Monaten abgeschaltet oder so. Und welchen Server ich empfehle? Kommt drauf an, was für eine Art Spieler du bist. Bist du ein chilliger Spieler? Bist du. Oh, Pilze. Willst du raiden gehen? Ist dir die Sprache egal? Wenn du einen deutschen Server willst, empfehle ich dir Quahir. Und wenn dir die Sprache egal ist, dann empfehle ich dir Arkenstone oder Evernight. Da ist richtig was los. Wenn du es ganz chillig magst und die Welt erkunden willst, dann kannst du auch auf BDGR spielen. Da ist alles ganz gediegen und ruhig und wo. Weißdornbeere. Hier gibt es einige Früchte. Früchte. Da ist schon wieder das Schilf nachgewachsen. Wie kommt man da jetzt am dümmsten hoch? Wie ich denn vorhin da hochgekommen? Ob von der anderen Seite, ne?
glaube schon. Noch so ein Biberchen. Ich bin eher so der Gelegenheitsspieler. Ach so. Also auf andere Leute wirst du auf jedem Server irgendwo treffen. Im kleineren Levelbereich ja auch. Da ist, glaube ich, Gwar hier die bessere Wahl. Ansonsten egal. Ist echt egal, welchen Server. Doch, ich bin, glaube ich, hier hinten hochgelaufen. Da wieder Action. Ah, ist wieder Action. Drei Pfeile noch. Was? Nee. Never ever. Never ever. Da ist der Pfeil. Alte Klamotten. Das sind doch Klamotten. Wieso kann ich das denn wieder nicht anziehen? Irgendwas drin. Geh mal gucken. Sind doch nur Level 5, ne? Dach. Fehlen kann ich gut. Kleberstoff, Kugelschreiber. Säure. Okay, 4 Schuss haben wir. Blum. Okay, aber da ist das nicht gerade drinnen gewesen? Decke. Jetzt ziehe ich die um meine Beine an. Oh, ein Schraubenschlüssel, Kugelschreiber. Ich weiß nicht, was ich mit dem Schraubenschlüssel. Vielleicht kann man auch irgendwann. Ich glaube, das nicht verkaufen. Hat auch so ein Gaming-Dings da. Was spielt ihr denn? Ich kann gar nicht erkennen, was es ist. Oho, nur verschrotten. Okay. Dann nur verschrotten. So. Wie bin ich vorhin da hochgelaufen? Dankeschön, Meermädchen. Wahrscheinlich in dieser Demontage-Bank, die ich natürlich noch nicht habe. Mal wieder was aufgefahren. Also, diese andauernden. Was? Heckansicht irritiert etwas. Diese andauernde Heckansicht? Ach so, die hier. Die hier. Noch so ein Biber. Moin. Diese Geräusche. Hä? Jo. Ey, ja, und dann machen wir nochmal 60. Dann brauchen wir noch etwas. Ach so. So viel Kohle kommt da gar nicht mehr raus. Was? Überschneidet sich mit existierende Gebäude? Öffne J das Reisefenster. J. Architekt abholen. Bauingenieur. Geil. Und das war's, ne? Okay, und das ist das Überlebenshandbuch. Und jetzt kann ich hier bestimmt irgendwas reinschmeißen. Ich kann. Eine Taschenlampe, die sich ohne Vorwarnung ein- und ausschaltet, was die Dunkelheit noch gruseliger macht. Ah ja, kaputte Taschenlampe. Leistung. Ich krieg Kupferbarren raus, etwas Klebstoff und rostige Teile. Okay, alles reinschmeißen. Ach so, da, so.
Elektronikteile habe ich bisher noch gar nicht gefunden. Metallschrott und Gummi. Eine organische Verbindung mit vielen Anwendungsmöglichkeiten, die für die Herstellung verschiedenster Gegenstände benötigt wird. Huch, lange drücken. Dong, dong, dong. Okay. Das ist meine Machete. Ist sie denn nicht... Hä? Schaden. Angriffstempo. Guck mal, die hat sogar mehr Damage. Davon hatte ich doch eigentlich mehrere gefunden. Unzureichendes Kalibrierungsstufenlimit. Okay, aber ich hätte gern die Machete weiter genutzt. Okay, das kann ich da nicht reinschmeißen, dann habe ich nichts mehr an. Boah, das ist ja doof. Oh, cool. Und dann nimmt man das hier raus. In den Baumodus gehen. Guck mal. Nee, aber das ist so... Ah, so Reste. J. Architekt. Danke. Wie sieht's denn bei dir aus? Ich hätte auch gerne noch was zum Kochen, auf jeden Fall. So, so, sowas hier, ne? Müssen wir gleich mal gucken. Ausrüstungswerkbank ist das. Und ich hätte gern endlich eine Hose, ey. Gib mir mal eine Hose. Ja. Ich kann hier nur Waffen herstellen. Nein, Rüstung. Cool, ein Helm. Überfallmaske BPL. Ui. Okay. Nicht genug Materialien. Wundert mich nicht. Das Ding habe ich doch schon an. Eine Hose. Ich krieg keine Hose. Nicht mal eine einfache. So eine einfache Billo-Stoffhose, ey. Uhr. Versuchsobjektmaske. Verschmutzungswiderstand. Ah, deswegen habe ich die auf. Ich habe mich schon gewundert. Ich habe mich schon gewundert, dass ich überhaupt eine Maske aufhabe. Aber sehe ich, was es hier ist? Mittlerer Rüstungsstoff. Aus Haut und zerlumpt. Mittleres kugelsicheres Futter. Aus Kleber. Aber wo mache ich das? Ich müsste diese Komponenten machen. Reparieren kann ich Dinge auch. Und ich kann was kalibrieren. Okay, dann ich finde schon heraus. Hier bestimmt nicht. Weil es irgendwo noch... bei Materialien müsste doch eigentlich Materialien... Nee, ist egal. So, so. So. Und dann... Erzdetektor. Es gibt Erzdetektor. Ein einfacher Erzdetektor, der Mineralienvorkommen scannt und markiert. Okay. Grundausrüstung. Waffen zum Schießen auf kurze Distanz. Kann mit einer angepassten Rüstung gepaart werden, die für Krisen in der Wildnis geeignet ist. Ja, Krise habe ich hier oft. Weiterentwickelt. Weiterentwickelte Nachschubbank. Verbessere deine Handwerkzeug im Freien. Synthese. Hier beginnt die Forschung. Der Grundstein für die Entwicklung verschiedener taktischer Gegenstände und Sprengstoffe. Okay, benötigt aber Erholung. Feuerkraft, Reichweite. Dann haben wir hier Regenwassersammler. Das ist eine gute Idee. Und Lehmboden, Kompost, elektrischer Herd. 3 und 200. Ich könnte auf jeden Fall vegetarische Gemüse, Kürbisporridge, Maissuppe, Vernunftgummibärchen. Ein Placebo mit Zucker, um den bitteren Geschmack zu überdecken. Süßigkeit wäre allerdings übertrieben. Aus Schießpulver und Zucker. Aus was? Brot mit Konfitüre, Brot und Maisbrot. Ein Verkaufsautomat. Verwende den Verkaufsautomaten, um mit anderen Metamenschen zu handeln. Das ist ja auch geil. Sicherheitszellenerweiterung. Limit der isolierten Sicherheitszellen auf 10 erhöhen.
Okay. Benötigt Gerichte 2. Lufttrocknung. Konserviertes Fleisch oder konservierten Fisch? Das könnten wir auf jeden Fall machen. Benötigen Gerichte. Herd. Ja. Gib mir einen Herd. Und das benötigt 2. Kettensäge, Aluminiumbarren, Wolframbarren, Infrastruktur und Herstellung, Sternenstaub, Schildwand. Im Kugelhagel steht nur der Sternenstaub unnachgiebig. Okay. Okay. Alles klar. Lass mal kurz gucken. Rüstung herstellen, reparieren, Waffe kalibrieren. Also, okay. Oder ich mache das im Menü. Die Waffe. Ausrüstung. 200 Schaden. Das macht doch mehr, viel mehr Schaden. F. Alter, das ist riesig. Ich dachte, das wäre so ein einfacher Schraubenschlüssel. Jetzt sehe ich erstmal, was für Teil das eigentlich ist. Macht 200 Schaden. Angriffstempo mittel. What the heck? Und da ist jetzt eine Fackel und kein Baseballschläger. Ha. Ja, nie ist klar. Okay. Baupläne, kosmetische Inhalte. Also hier ist erstmal nichts. Genau, irgendwas bekommen. Rüstungsmod-Teile. Zur Verbesserung von Rüstungsmod erhältst du durch das Zerlegen von Rüstungsmod oder durch Verliese und Erkundungen. Ein Designbauplan. Verwende ihn, um. Okay. Oh, ich kann eine Reklametafel bauen. Nebenaufgaben ab. Gott, kann man das neu sortieren? Ja, alles durcheinander. Sternstaubquelle. Wildsamen. Weißdorn. Mais. Sternoid. Ö. So. So bekommst du das. Herstellen. Das würde ich gern sehen. Kaninchenfleisch. Gewürfelt? Und Blaubeersaft ist direkt in der Dose gesammelt worden. Okay. Alles klar. Ich dachte, ich hätte gerade irgendwie ein Tier im Haus. Werkzeuge, Waffen. Ich bin der Meinung, ich habe mehrere von diesen Schraubenschlüssel gehabt. So. Ich soll eine Kiste bauen. Gummi, rostige Teile. Boah, 20 Barren, ey. Leute, ihr seid aber ganz schön teuer. Okay. Was bekommst du, wenn du ein Territorium baust? Ja, einlagern. Beinhaltet Gegenstände, die nicht in offen gelagert werden können. Toll. Super. Gott sei Dank wiegt das nichts. Weil ich habe ja hier auch ein Limit. So ein Mist, ey.
Ich kann ja das erstmal da reinpacken. Und. Es ist leicht, Dinge auseinanderzunehmen, aber meist unmöglich, sie wieder zusammenzusetzen. Ah ja. Okay. Kostet Bronzebarren, haben wir noch nicht. Standardteile haben wir auch noch nicht. Weiterentwickelte Ausrüstung. Bank. Die Fähigkeit eines Plünderers, Waffen in den Ruinen zu finden, könnte sein Schicksal bestimmen. Okay. Aber ich kann ja den bauen, oder? Ich brauche Holz. Holz. Na dann. Ob so ein Wasserbehälter wäre auch ganz nett. Und ich habe da ja schon so ein halbes Dach hingesetzt. Eventuell muss ich da wieder was abreißen. Mal gucken. Dann denke ich, dass mit der anderen Werkbank die Stoffe. Aber das finde ich da eigentlich. Macht das keinen Sinn. Man müsste das vorher schon bauen können. Ich finde das schon noch raus. Ist da schon wieder ein Baum direkt vor der Tür gewachsen? Das gibt's doch gar nicht. Okay, OBS hat gerade eine Meldung gemacht. Ich hoffe, dass die Aufnahme einfach weiterläuft. Das wäre sonst richtig schlecht. Glas könnte ich herstellen. Okay. Aha. So, ach, das habe ich gar nicht, da habe ich überhaupt nicht drauf geachtet. Oh. Alles klar. Danke. Als sekundäre Waffe ausrüsten. Ja, erstmal. Und ich, Dusselkorb, habe das gesehen. Man muss dann einfach F drücken. Und dann kann man sich auch ein Höschen basteln. Er hat sogar Vintage-Style. So. Und. Mit Jacke drunter, ne? Das wäre schon kugelsichere Platte. Das wäre schon besser. Obwohl. Bisher haben die Zombies aber nicht geschossen. Naja, egal. Wer weiß. Achso. Da fehlt Leder. Okay. Und hier wäre ein Helm. Glas. Ich brauche Glas. Deswegen guckt man das. Geht's jetzt, Jule? Ja, endlich mal eine Hose, ne? Endlich eine Hose. Hat ja nur 3 Stunden gedauert, aber hey. Alles fein. So wird es, wenn ich die Lederjacke anziehe, dann sieht man die coolen Tattoos nicht mehr. Wäre irgendwie. Nicht so cool. Gut. Ah, macht ihr noch ein bisschen mehr Damage? Und noch mehr Damage? Oder macht er noch mehr Damage? Cool. Da fehlen mir Barren. Da auch. Aber es ist nicht so schlimm. Let's go. Konnte ich denn das eben?
Nee. Drei Freunde, okay. Ich wollte mal eher was anderes gucken. Ich tippe gerade die ganzen F-Tasten durch, nicht wundern. Aha, T ist einfach so das Camp bauen. Ja. Nein. Ich glaube, die Kiste steht da nicht so gut. egal. Ich packe mal die Sachen weg, mit denen ich erstmal so nichts anfangen kann. Wahrscheinlich. Aktivator. Und wie sieht es überhaupt aus mit Essen und Trinken? Ach du Kacke. Trinken 5. Und Essen. Gut. Und wir müssten, glaube ich, auch schlafen. Private Aufbewahrungskiste. Jeder braucht etwas Privatsphäre. Probiere das mal aus, wenn du immer mehr Sachen ansammelst und bisher nie genug Stauraum hattest. Kenne ich. Heißt das, in die Kiste kann jeder reingucken? Ich hoffe nicht. Verteidigung, Aussehen, Möblierung. Deko. Eine Reklametafel als Werbung für ein Produkt oder eine Idee. Nee. Nee, ich könnte ein Herd bauen. Oh ja, ein Herd. Das wäre toll. Das ist irgendwie im Weg und ich habe keine Kohle und ich habe kein Kupfererz. Aber nicht so schlimm. Ich würde sagen. Ja, ich gehe mal raus. Wir basteln beim nächsten Mal einen Herd und suchen die anderen Sachen zusammen. Und ich bin erstmal für heute durch mit diesem coolen Spiel Once Human. Ja, wir werden das auf jeden Fall nochmal spielen. Ich möchte gern auf jeden Fall die Karte noch ein bisschen erkunden. Aber erstmal muss man sich ja einrichten und auch ein bisschen was herstellen und so. Das ist ja völlig normal. Aber ja, nice. Oh, ich könnte das mal noch. Können wir ein bisschen trinken. Ja, sehr schön. Vielen lieben Dank auf YouTube fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.